So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier vom Kunstrasen in Leingarten. SV Schluchtern gegen die Sportfreunde aus. Laufende Begegnung am heutigen Spieltag in der Bezirksliga. Ja, spannend. Laufen hat die Schluchtern schon öfters geärgert und wir sind gespannt, was heute bei rauskommt. Wir bedanken uns bei unserem Partner CEC, Castella Immokonzept, CBC, Castella Baukonzept und Moco ist ihr Mobilfunkladen in Laufen. Ja, die erste Möglichkeit gab es in der fünften Minute. Alexander Scherpe bringt den Ball in die Mitte. Simon Werner kann noch abblocken. Und dann ist es Rico Betzold, der bereits nach 5 Minuten Laufen mit 1:0 in Führung bringt. Ja, da hat Simon Werner noch alles gegeben. Sehen wir gleich. Wirft sich rein. Aber Betzold dann um ihn rum. Und auch an Fabian Gutleber vorbei zum 0:1. Ja, der SV Schluchtern heute extrem ersatzgeschwächt, musste sogar das Spiel der zweiten Mannschaft absagen, weil man keine Spieler zusammen bekommt. Dann geht es aber auch in die andere Richtung, 14. Minute, jetzt mal der SV Schluchtern reingegeben und Julian Fabian Kuchler im Tor. Ja, hält das erste Ding. Ja, ja, und manchmal kommt der Ball schneller zurück, wie man abgeworfen hat. Hier, nächste Möglichkeit, SV Schluchtern, Aluminium-Treffer. Und die bleiben in Ballbesitz rausgegeben auf Sonar Bostan. Der versucht es und wieder Kuchler, der hier fantastisch pariert gegen Bostan. Nächste gute Möglichkeit von Schluchtern. Dann eine schöne Spieleröffnung Richtung Strafraum. Und einfach mal abgezogen und erneut Kuchler, der hier zum Eckball abwehren kann. Aber das 1:1 lag hier auf jeden Fall in der Luft. Und weiter geht's, 22. Minute. Wieder der SV Schluchtern. Schöner Pass in die Tiefe. Und dann ganz alleine gegen Kuchler scheitert Jan-Philipp Hessert. Ja, weiter geht's. Eigentlich nur noch in eine Richtung. Wieder Hessert. Und der war doch schon fast drin auf der Linie gerettet. Kuchler war geschlagen. Aber so bleibt es weiter beim 0:1. Dann auf der anderen Seite Fabian Gutleber hier gegen Tobias Bratz. Auch Gutleber pariert und weiterhin 0:1. Eckball und der kam scharf rein. Nächste Möglichkeit, 30 Minuten. Ja, jetzt geht es gerade mal wieder alles in die andere Richtung. Und das hatten wir doch gerade schon mal drüben. Das war Rico Betzold. Und auch hier der Ball knapp von der Linie gefischt. Und weiter geht's, wieder in Richtung vom Tor von Fabian Gutleber, 40. Minute über die linke Seite. Dann schön reingeben, herrlich angenommen, an Gutleber vorbeigelegt. 0:2 steht's hier für die Sportfreunde aus Laufen. Philipp Müller, der Torschütze, schön mit rechts angenommen und mit links vorbeigelegt an Gutleber. Ja, 0:2. Haufenarbeit für den SVS. Aber Laufen gab nicht auf vor der Pause. Nochmal ein Schüsschen, aber der ging übers Tor. Ja, die zweite Halbzeit, gerade mal 2 Minuten gespielt. Ja, der SV Schluchter 0:2 hinten, wollten hier natürlich noch irgendwas reißen. Schuss und da das erste Mal Kuchler. Kleine Schwierigkeiten, aber den holt er dann sehr gut runter. Andere Seite, Laufen wieder über außen und erneut Fabian Gutleber aus Spitzenwinkel. Ja, und Laufen bleibt dran, will natürlich hier auf 13:0 erhöhen, das wäre glaube ich dann auch der Todesschlag. Schön gemacht hier und erneut Fabian Gutleber. Und dann gehen wir rein in die 60. Simon Werner oder Kevin Haas. Wer macht den Freistoß? Werner rutscht weg auf dem Kunstrasen wie heute viele. Kommt aber an den Ball und dann der zweite, ein richtig schöner Schlenzer, aber knapp vorbei. 69. Minute. Der SV Schluchtern versucht hier alles irgendwie zumindest mal ranzukommen. Sonar Bostan auf Hektik im Strafraum in der Laufender. Dann schön reingeben. Kevin Haas. Wunderschöner Kopfball, 1:2 verkürzt der SVS hier gegen Laufen. Fabian Weber bringt den Ball hier herrlich rein und dann, ja, toller Kopfball von Kevin Haas. Nur noch 1:2 und wir haben ja noch ein bisschen zu spielen. Ja, weiter geht's dann mit dieser Szene. Gelb-rote Karte, ein bisschen Pech für den Laufener. Ja, gut, das Foul kann man gelb geben, vorher war es wegen Ball wegschlagen. Auf jeden Fall Laufen nur noch zu 10 die letzten Minuten.
Und wir sind schon in der 87. Der Ball kommt rein und da steht ja wieder Kevin Haase. Doppelpack zum Ausgleich für den SV Schluchtern. Und auch das wieder ein herrlicher Treffer. Den schauen wir uns gleich nochmal gerne an. Schön reingegeben und dann am Kuchler vorbeigelegt. 2:2 das Spiel hier gedreht. Und ein bisschen haben wir ja noch, und wie gesagt, wir sind ja laufen nur noch mit 10 Mann. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Jetzt Möglichkeit des Konters, der Ball kommt auf, Kevin Haase, der wird etwas rüde vom Ball getrennt. Und wir haben die nächste gelb-rote Karte in diesem Spiel. Dieses Mal gegen Marco Meyer. Aber laufen immer noch mit der Möglichkeit. 94. Minute. Ball kommt in die Mitte. Verwirrung bei Schluchtern, können dann aber klären. Und die letzte Szene im Spiel. 96. Minute. Kevin Haase bleibt eine Mauer hängen und der Schiedsrichter pfeift ab. Ja, leistungsgerecht ist er 2:2 hier im Leingarten. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Are you ready? Showtime.